So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und wie ihr gesehen habt, ist das ein Deck, mit dem ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel gespielt habe und sehr viel getoppt habe. Mehrere ELM-Qualifier, Top 8, mehrere 5-Runden FNMs gewonnen und noch andere Turniere mit oben platziert oder zumindest sehr, sehr positive Records gehabt. Und ich wurde jetzt auch schon sehr, sehr oft nach der Deckliste gefragt. Deswegen, hier kommt jetzt das Deck-Tag. Die Deckliste seht ihr unten in der Videobeschreibung. Ich erzähle so ein bisschen was zu allem, was so rundherum in dieses Deck passiert ist. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Die ganzen Tournaments und die Sachen, die ich gemacht habe, die ganzen Turniere, die ich spielen konnte, wo musste ich auch irgendwie hinfahren. Und das war für mich nur möglich dank meiner Patrons. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten wäre das vieles nicht möglich gewesen, was ich getan habe. Und ja, ich habe gesagt, eine Zeit lang announce ich die Namen noch. Hier seht ihr die Namen eingeblendet. Vielen, vielen Dank an alle. Und besonders an die aus dem Thalia-Tier, muss ich einfach sagen, die ist wirklich eine Bombenunterstützung. Und ich hoffe, ihr habt eure Sendungen von mir schon bekommen. Die im Thalia-Tier kriegen jeden Monat so eine kleine Dankeschön-Päckchen zugeschickt. Das ist eigentlich eher ein Brief, aber ja. Starten tun wir wie immer mit den Ländern. Und da muss ich direkt sagen, könnte man besser machen. Ich habe hier 4 Misty Rainforests, Tappenopfern, einen Forest oder eine Insel durchsuchen. Könnte man besser machen, indem man nur 3 davon spielt. Wir kommen gleich dazu, warum. Ich spiele nämlich auch 4 Polluted Deltas. Das ist dasselbe Land mit Blau und Schwarz, also Tappen, Opfern für Insel und oder Sumpf. Was man besser machen könnte, man könnte beide nur 3-mal spielen und dann einen Verdant Catacombs jeweils. Und das werde ich auch noch tun im nächsten Tournament. Werdet ihr sehen. In der Deckliste wird es wahrscheinlich auch schon geändert sein. Und ja. Das können auch oder sollten auch 2 Verdant Catacombs sein. In diesem Fall sind sie es noch nicht, weil ich es vom Video noch nicht geschafft habe. Ich nehme das jetzt on the fly auf und ja. Das sind 2 Verdant Catacombs. Es macht keinen Unterschied. Also bisher wurde ich auch noch nicht geniedelt und so, also macht es auch von meinen Stats her keinen Unterschied. Dann Länder. Das wird jetzt ein bisschen happiger. Wir haben 1 Bayou. Tappen für ein grünes oder schwarzes. Wir haben eine Menge Duels drin. 7 Stück, um genau zu sein. Dann hier Tropical Islands. 2 Stück. Tappen für grün oder blau. Kann man halt mit den Fetch-Ländern raussuchen. Und dann 4-mal Underground Sea, das wichtigste unserer Duels. Tappen für blau oder schwarzes Mana ist auch als Insel oder Sumpf, damit kann man es raussuchen. Das war's schon in farbigen Ländern. Wir spielen keine Basic Lands. Kann ich mir nicht erlauben. Aber wir spielen 4 Wastelands. Tappen, Opfern, Zerstören, nicht Standardland. Mega an diesem Deck. Mega. Ich werde euch nachher erklären, warum. Das ist eine Delver-Basis von der Landbasis her. Und wir spielen halt sehr teure Spells, die teilweise 4 Mana kosten, ohne dass ihr die cheaten könnt oder so. Dementsprechend spannende Mana-Basis, aber sie lohnt sich. Es ist wirklich geil, wie diese Mana-Basis zusammenklebt und wir immer 3-4 Mana easy peasy haben. Das ist wirklich geil. Gehen wir mal weiter. Und zwar zu den Kreaturen. Die Kreaturen sind wie für Bug üblich sehr, sehr schwarzlastig. Wir haben 4 Baleful Strix. 2 Mana 1-1. Fliegend Death Touch. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Und jetzt werden alle sagen, ey Blackie, warum spielst du denn so einen Rotz? Die Karte ist doch überhaupt nicht mehr gut seit dem Orkish Bowmaster. Naja, das ist ziemlich einfach, weil die Karte immer noch eine Karte zieht. Also man macht damit immer noch Dinge. Und naja, also ich spiele 4-mal Orkish, 3-mal Orkish Bowmaster, 4-Master, 4-mal habe ich den ganz am Anfang mal gespielt. 3-mal Orkish Bowmaster, 2-mal eine 1-1, Flash, wenn er ins Spiel wegkommt oder wenn der Gegner eine Karte zieht, außer diese eine Karte in seinem Drawstep, dann dürfen wir einen Schaden schießen und Amas Ork 1 durchführen. Das heißt, wir kriegen einen 0-0 Ork mit einer +1-1 Marke, wenn wir noch keinen Ork haben. Wenn wir aber so eine Ork-Army haben, dann kriegt die einfach eine +1-1 Marke. Jetzt ist natürlich die Stärke, ich spiele eine Baleful Strix, der Gegner spielt einen Bowmaster. Der Bowmaster kommt ins Spiel, schießt mir einen Schaden, kriegt einen Ork, die kommt ins Spiel, ich ziehe eine Karte, Bowmaster triggert, ich ziehe eine Karte, das heißt, er schießt den und hat einen 2-2 Ork da liegen. Und das ist natürlich schlecht. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, wenn ich einen eigenen Bowmaster habe und so viel Removal wie dieses Deck hat, es ist mir so egal. Soll er Bowmaster spielen, dann schießt er mir nämlich ins Gesicht und denkt, ah, jetzt kommt die ins Spiel, jetzt hat die ein ETB. Und auf unseren eigenen ETB schießen wir den Bowmaster ab. Und er hat einfach nichts dafür bekommen.
Er hat sogar noch einen Bowmaster verschwendet, weil er uns ins Gesicht geschossen hat. Das habe ich so, so häufig schon gemacht. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also man muss halt wissen, wie man mit dem Deck spielt. Das ist super stark. Bowmaster auf Bowmaster zum Beispiel selber auch triggern, um den kaputt zu schießen und so weiter. Der Wahnsinn. Warum spielen wir nur drei Bowmaster? Ich habe einen Bowmaster durch einen Leovold ersetzt. Manchmal hat man eben den Punkt, dass man gar nicht möchte, dass der Gegner Karten zieht. Das passiert relativ selten, deswegen als One-Off. Aber es passiert. Und er sagt halt, für ein schwarzes, ein blaues, ein grünes 3-3, jeder Spieler, jeder Gegner, um genau zu sein, kann nicht mehr als eine Karte pro Runde ziehen. Und immer wenn man permanent ist, dass wir kontrollieren, Target oder wir Target von einem Spell werden oder eine Ability, dürfen wir eine Karte ziehen. Das ist sehr, sehr stark gegen Karakas, gegen Wastelands, gegen Maze of Ifs, Swords to Plowshares, alles mögliche, dürfen wir einfach eine Karte beiziehen. Ist seit 2016 ein Staple in jedem Bug-Deck. Und deswegen habe ich ihn einfach mitgenommen. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich dachte, wenn wir getargetet werden, müssen wir eine Karte ziehen. Leovold ist ein May-Trigger. Das ist super wichtig für alle zu wissen. Weil wenn es kein May-Trigger wäre, wäre es ein Problem. Ganz einfach. Dann würde Bowmaster uns totschießen. Das heißt, wenn der Bowmaster reinkommt, irgendwas targetet, zieht keine Karte. Sonst triggert wieder Bowmaster und ihr zieht wieder eine Karte. Das kann schwierig werden. Gut. Dann haben wir noch, ja, jetzt wird es ein bisschen peinlich für mich, eine Karte, die ich bis aufs Blut hasse. If you can't beat them, join them. Ein farbloses, ein blaues, ein grünes, 6-6, Uro, Titan of Nature's Wrath. Ein Elder Giant, der, wenn er ins Spiel kommt und nicht escaped wurde, direkt stirbt. Und wenn er ins Spiel wegkommt oder angreift, ziehen wir eine Karte, kriegen drei Leben, dürfen ein Land droppen und ja, dann kriegen wir noch für 4 Mana diesen Escape. Warum finde ich die Karte dumm? Die Karte ist dumm, weil sie immer wieder kommt. Sie hat, außer gegen Swords to Plowshares oder Solitude oder sowas, einfach das Problem, man wird sie nicht los. Ich habe den hier in dem Deck schon 5, 6, 7, 8 Mal in einem Match gecastet und der Gegner hat einfach geheult, weil er nicht damit handeln konnte. Es gibt einfach Decks, die können damit nicht handeln. Und davon gibt es eine Menge. Und das macht ihn in meinen Augen so, so unfair. Ist einfach so. Ist einfach eine unfaire Karte. Das 3 Leben bekommen, eine Karte ziehen, Land spielen und so weiter, geht gar nicht. So. Jetzt haben wir eine Kreatur noch nicht fertig, denn dieses Deck heißt Bug Scam. Was daran liegt, dass wir in einem Midrange-Deck 4 Greaves, das heißt 2 schwarze, 2 farblose, 3-2 Menace. Wenn er ins Spiel wegkommt, zeigt er dann die Hand vor. Wir werfen nicht Landkarte davon ab. Danach wird er geopfert, wenn der evoked wurde. Und evoken tun wir für eine schwarze Handkarte. Brokene Karte in diesem Deck, denn wir spielen Grief. Und gleich in den Zaubern kommen wir dazu zu Reanimate. Wir spielen in der ersten Runde Grief, wir evoken ihn, er geht auf den Friedhof, wir spielen Reanimate. Ich habe schon eine Traxa aus dem Gegnerdeck gezogen, also aus der Gegnerhand gezogen, weil er Reanimator gespielt hat. Das war super strong. Und ansonsten nehmen wir halt einen Gegner, der vielleicht auf 6 gemalligant hat, in der ersten Runde auf 4 Handkarten runter. Ja, wir sind auch bei 3. Aber wir haben eben sowas wie Baleful Strix, Orcish Bowmaster, Uro, 2-for-1s, Card Draw ohne Ende drin. Uns tut das nicht weh, dem Gegner schon. Und wir haben dann 3-2er Menace an Bord, der nur von 2 der Mehrkreaturen geblockt werden kann. Was wirklich, wirklich, wirklich stark ist. Und einfach Spiele beendet. Mit der Zeit. Es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach ein Delver-Deck. Nur, dass das unser Delver of Secrets ist. Soviel zu den Kreaturen, gehen wir zu den Spells über. Bei den Spells, wie gesagt, wir spielen halt eine Menge weirden Stuff. Und zwar spielen wir zuallererst mal 4 Reanimates. Das ist für ein schwarzes, legen wir eine Kreatur aus irgendeinem Friedhof ins Spiel bei uns und verlieren die jetzt Höhe der Mana-Kosten. Das kann, wie gesagt, ein Grief sein. Damit bekommt man halt einfach einen kleinen Discard-Push und eine coole Kreatur. Das kann Orcish Bowmaster sein, falls der Gegner ihn removed hat. Das kann ein Titan, ein Uro sein. Wir bezahlen 3 Leben, bekommen 3 Leben, das heißt, den cyclen wir. Oder das kann ein Baleful-Strix sein für ein Card-Draw. Oder eben, was immer wir vom Gegner discarden. Oder die nächste Karte.
Die nächste Karte, es ist diesmal ein bisschen durchgemischt, deswegen steht hier auch unten nur Spells. Die nächste Karte ist ein Grist the Hungertide. Für ein grünes, ein schwarzes, ein farbloses, drei Marken. Ist der überall anders, außer auf dem Feld, eine Kreatur. Heißt, wir können den reanimaten. Super starkes Play. Sieht fast kein Gegner kommen. Ist so geil. Dann haben wir eine plus 1. Wir kreieren ein 1-1 Insekt. Millen eine Karte. Wenn es ein Insekt war, kriegen wir es nochmal. Das passiert nicht. Minus 2. Wir opfern eine Kreatur. Und zerstören dann eine Kreatur oder einen Planeswalker. Auch das mega strong als Removal. Und minus 5. Jeder Gegner verliert Lebenspunkte in Höhe der Kreaturen in unserem Friedhof. Das sind nicht so viele, ehrlich gesagt. Dementsprechend passiert das eigentlich auch nicht. Ist einfach nur ein Removal, der einfach nur sehr gut ist. Weiteres Removal sind zwei Fatal Pushes. Für ein schwarzes, das stellen wir eine Kreatur mit Mana Kosten von 2 oder weniger. Wenn Revolt triggert, also wenn eine Karte vom Feld auf den Friedhof gegangen ist, dann zerstören wir es mit 4 oder weniger. 2 Snuff Out. 4 Mana, wir zerstören nicht schwarze Kreatur, sie kann nicht regeneriert werden. Und wir können 4 Leben bezahlen, statt die Mana Kosten zu bezahlen. Es ist nicht unüblich, dass ich mit dem Deck schon Fetch of Underground ziehe, Snuff Out die Gegner Kreatur, Grief, Reanimate Grief gemacht habe und in der ersten Runde auf 11 Leben runter bin. Es gab Gegner, die haben mich dann für Death Shadow gehalten. Wir spielen aber keine Death Shadows. Dementsprechend, ja, Urus brauchen wir, um unser Leben wieder aufzufüllen. Das ist wichtig. Dann zwei Witherbloom Commands. Der Wahnsinn. Diese Zauber sind der absolute Wahnsinn. Ein grünes, ein schwarzes. Wir suchen uns zwei Modis aus. Ein Spieler mild 3 Karten und wir nehmen Landzug auf die Hand. Man kann auch den Gegner millen lassen. Man kann sich selbst millen lassen, je nachdem, ob man gerade Uro findet, mit Brainstorm was draufgelegt hat, irgendwas Wichtiges gerade weg in den Friedhof haben muss, für Reanimate oder ähnliches. Oder man kann auch den Gegner millen, wenn er irgendwas draufgelegt hat und ähnliches. Super stark. Dann gibt es den Modus, wir zerstören eine Nicht-Kreatur, Nicht-Landkarte, Mana-Value von 2 oder weniger. Das reicht halt von dieser neuen Verzauberung, ja, The Ring Tempts You oder wie die Karte auch heißt, bis hin zu Moxopalen oder Chalice of the Voids oder irgendwas. Wir haben einfach eine Antwort gegen alles davon im Board. Mega stark. Oder eine Kreatur und oder. Eine Kreatur kriegt minus 3, minus 1. Auch das tötet einfach sowas wie Talias und ähnliches. Einfach geil. Und oder, kann man sich aussuchen, ein Spieler verliert 2 Leben, wir kriegen 2 Leben. Finde ich einfach geiler wie Abrupt Decay. Dementsprechend spiele ich einfach 2 davon. Gerade für den Länderpart ist es super wichtig, denn wir spielen auch ein Life from the Loam. 2 grüne Mana, wir können bis zu 3 Länder aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen mit Dredge 3. Super wichtig durch Wastelands. Haben wir damals im Delver schon gespielt, finde ich wahnsinnig gut. Hiermit kann man halt Karten in den Friedhof werfen, einen Wasteland nehmen, Wastelanden, Loam, Wasteland, Wasteland. Irgendwann gibt der Gegner auf, weil er keine Länder mehr hat. Und wir verlieren nichts durch Dredgen. Deswegen, das ist so, so stark. Ja, das ist blau, schwarz und grün. Wir haben noch blau. 4 Force of Wills. 4 Mana, man kann ein Leben bezahlen und eine blaue Handkarte exilen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Wir counter ein Spell, auch das sehr, sehr gut. Brainstorm, ich wurde sehr, sehr häufig gefragt, was dieses Artwork dazu zu tun hat, weil die Leute das Artwork genau wie Wasteland nicht kann. Fand ich interessant. Wir ziehen 3 Karten, legen dann 2 Karten von unserer Hand wieder um auf unser Deck. Starke Karte, kennt eigentlich jeder. Ähnlich wie Ponder. Auch eine blaue Karte. Für ein blaues gucken wir uns 3 Karten an, legen die zurück in beliebige Reihenfolge, können dann das Deck mischen, wenn wir wollen, und danach eine Karte ziehen. So, dann kommen wir zu etwas, was ich sehr, sehr witzig finde. Wir haben eine Sylvan Library drin. Auch das ist für Bug noch relativ normal. Ein grünes, ein farbloses. Zu Beginn des Draw Steps können wir 2 zusätzliche Karten ziehen. Wenn wir das tun, müssen wir für jede Karte, die wir behalten und nicht zurücklegen von diesen 2 Karten, von generell 2 Karten, die wir zusätzlich gezogen haben, 4 Leben bezahlen. Das heißt, wir können 3 Karten ziehen für 8, 2 Karten ziehen und eine, die wir ziehen würden, zurücklegen für 4. Oder wir gucken uns einfach die obersten 3 an und nehmen eine davon auf die Hand. Jetzt muss man dabei aber sagen, das ist wichtig, für Orkish Bowmaster ist das ein gefundenes Fressen. Weil wenn der Gegner einen Orkish Bowmaster hat und ihr sagt, na, dann ziehe ich mal 3 Karten, dann habt ihr 3 Karten gezogen, wenn ihr die Library triggert. Deswegen, wenn Orkish Bowmaster Meta liegt, triggert ihr keine Library. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann spiele ich, anders als viele andere, 2 Pernicious Deeds. Ein grünes, ein schwarzes, ein farbloses. Und wir können für x Mana das Ding opfern, um alle Artefakte, Kreaturen, Verzauberungen mit Converted Mana-Kosten von x oder weniger zu zerstören. Also mit Mana-Value. So strong.
gegen Eldcast der Wahnsinn, gegen Elfen der Wahnsinn, gegen so viele irgendwelche Artefakt-Stompy-Decks der Wahnsinn. Ich habe das selbst benutzt gegen Bloodmoon und habe damit einen Bloodmoon runtergezogen. Ich habe ihn einfach Turn 3 genommen, der Gegner macht in seinem Turn 3 den Bloodmoon, ich gehe in meinen Zug, mache den Bloodmoon-Schrott. Das ist eine wahnsinnig geile Karte, deswegen spiele ich sie zweimal. Das ist meiner Meinung nach der MVP des Decks und das ist einfach Bugscam, wie es lebt. Das ist einfach, man hat 1000 Antworten, keiner erwartet was und alle hängen nach dem Match noch da. Ja, wenn man halt alles hat und wir haben halt alles, weil ihr seht, wir haben auf alles Antworten und das ist der Wahnsinn. Und für die Sachen und für die Decks, wo wir keine Antwort haben, haben wir unser Sideboard und das gucken wir uns jetzt mal an. Das Sideboard hat im Laufe der Zeit ein bisschen Veränderungen reingebracht. Ihr werdet sehen, ein paar Listen haben ich auch anders gespielt. Hilly-Liste habe ich jetzt 4-mal dasselbe Sideboard gespielt, weil ich einfach sehr, sehr stabil mit dem Sideboard denke. Erste und wichtigste Karte, die wir im Sideboard haben, Emrakul, the Aeon's Thorn. 15 Mana, 15, 15, kann nicht gekontert werden. Und wenn er gecastet wird, kriegen wir einen extra Zug. Fliegend, Schutz vor farbigen Zaubern und Annihilator 6. Ja, und wenn er gemillt wird, dann kommt unser Friedhof wieder in unser Deck. Das ist gegen Painter, das ist gegen irgendwelche Mill-Combo-Decks ziemlich, ziemlich gut. Ähnlich ist er ziemlich gut gegen Show and Tell. Man hat hier die Wahl, Gaia's Blessing zu spielen. Gaia's Blessing hat halt den Vorteil, dass man es gegen Lands oder Reanimator oder so einfach mal spielen kann, um Karten aus seinem Friedhof in sein Deck zu shuffeln. Oder unter das Deck zu legen oder sowas war das. Das ist sehr, sehr stark mit Life and Loam und ähnlichen Problemkarten. Da Lands aber sowieso so ein schlechtes Matchup ist und das für Reanimate einfach manchmal zu spät kommt, habe ich mich aber dazu entschieden, mein Show and Tell Matchup besser zu machen und immer cool zu spielen. Dann haben wir noch Surgical. Surgical Extraction, ein schwarzes oder zwei farblose oder zwei Leben. Instant, wir können eine Karte aus dem Friedhof auswählen, also wir spielen drei Stück davon. Eine Karte aus dem Friedhof drauslegen, die kein Basic Land ist und exilen Hand, Friedhof und Deck des Gegners. Alle Karten mit dem gleichen Namen. Super, super stark. Dann ein Collector-Uf. 2-2-2, aktivierte Fähigkeiten und Artefakten können nicht aktiviert werden. Wir spielen keine Artefakte, uns ist das egal. Die Gegner spielen Artefakte, die stört das immens. Ich habe den einmal als Kreatur und einmal als Nilrod drin. Hat denselben Effekt für zwei Mana, ist nur der Unterschied. Collector Oof kann eben mit Karten wie Dismember einfach rausgenommen werden. Dafür kann der Nilrod zum Beispiel gegen Painter mit so Sachen wie ich switche Nilrod gegen deine Barefoot Strix oder so ausgetauscht werden. Haben beide Vor- und Nachteile. Ich wollte zwei Hate-Karten dagegen spielen, deswegen habe ich die reingenommen. Deswegen spiele ich sie halt im Split. Hat sich bisher, es ist eigentlich dieselbe Karte, aber ja, ist halt einfach so. Dazu habe ich noch ein Buseju Who Endures. Tappen für ein grünes oder für zwei Mana discarden wir den, zerstören Artefakt, Enchantment oder Non-Basic Land, das der Gegner kontrolliert. Und er darf sein Deck nach dem Standardland-Typ Karte Land durchsuchen und es ins Spiel bringen. Und die Fähigkeit kostet ein Mana weniger, wenn wir einen Legendary haben. Das ist ganz cool mit Uro, mit dem Trigger, dass er stirbt auf dem Stack, kann man das dann für ein Mana casten. Habe ich auch schon gemacht. Das ist sehr, sehr cool. Und das ist halt gut gegen sowas wie Debs und ähnliche Sachen, aber auch gegen Artefakt. Sachen. Deswegen ein Buseju auch hier wunder, wunder, wunderschön, wenn man das mal hinbekommt und Life from the Loam macht sehr viel Spaß. Bleiben wir bei den Ländern. Ich spiele ein Karakas. Ihr kennt mich. Ich gehe nicht ohne Karakas aus dem Haus. Ich habe es zweimal getan. Ich habe es bereut. Ist ein zusätzliches Land. Tap für ein weißes oder bringt eine Legendary Kreatur zurück auf die Hand. Ist so versiert gegen Show and Tell, gegen Reanimator, gegen irgendwelche Midrange-Haufen, Leute, die mit in Minsk und Bu um die Ecke kommen wollen oder sonst was. Wahnsinnig stark. Würde ich nicht mehr ohne aus dem Haus gehen. Dann habe ich ein Hydroblast, ein Blue Elemental Blast. Ihr kennt den Unterschied. Hydroblast sagt Counter ein Spell, wenn er rot ist und zerstören permanentes, wenn es rot ist. Pyroblast, Blue Elemental Blast sagt, wir zerstören ein rotes permanentes oder ein roter Zauber. Ich würde in diesem Deck, normalerweise bevorzuge ich immer den Split zwischen 1-1, ich würde hier in diesem Deck zweimal Hydroblast spielen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Mir fehlt ein zweiter Hydroblast. Ich habe ihn noch nicht gekauft. Und es ist wirklich eine Mini-Prozent-Chance. Weil ihr könnt ihn einfach casten, um Uro zu resetten. Das ist, glaube ich, stärker, wieder zu weinen darüber, dass der Gegner das Ding vielleicht surgicalt. Blue Elemental Blast bzw. Hydro Blast sind nicht so einfach zu surgicalen wie Red Elemental Blast in den meisten Decks. Dementsprechend, ja,
würde ich als Hydro Blast spielen und nicht als Blue Elemental Blast. Ich habe nur leider nur einen Hydro Blast. Dafür habe ich zwei Force of Negations. Zusätzliche Karten gegen Combo-Decks. Gerade Fast-Combo-Decks sind da sehr, sehr stark. Zwei blaue, ein farbloses. Man countert einen Nicht-Kreaturen-Zauber und der wird exiliert. Und wenn es der Gegnerzug ist, können wir eine blaue Handkarte werfen, um die Mana-Kosten zu bezahlen. Auch hier sehr, sehr stark. Ist halt als Force Nummer 5 und 6 ganz gut. Auch wenn Force of Will die schlechteste Karte im Deck ist. Dann haben wir noch ein She-Aldred's Addict. Ein schwarzes, ein farbloses. Wir suchen uns eins aus. Der Gegner opfert eine Kreatur. Und zwar eine Non-Token. Oder eine Token. Oder ein Planeswalker. Eins von dem suchen wir uns aus. Ist so Versil gegen Show and Tell, gegen Dark Doof, gegen irgendwelche Planeswalker-Kontrolle-Sachen. Ist zu Versil, als dass man es nicht spielt. Und dann noch zweimal Carpet of Flowers. Für ein grünes. Das ist eine Verzauberung, die sagt halt, zu Beginn des Main Steps, egal ob erste oder zweite, bekommen wir X Mana. Wobei X die Anzahl in Inseln ist, die der Gegner kontrolliert. Triggert aber nur einmal pro Zug praktisch. Und naja, das ist stark. Das ist halt wirklich stark. Und macht halt in Control-Matchups ganz viel aus, wenn wir ganz viel Mana haben. Und viele Leute forcen das oder zerstören das, weil Mana schnell zu bekommen ist wirklich ein Graus für ganz, ganz viele Decks. Ja, soviel zum Mainboard. Gehen wir doch gerade mal noch in den Deck-Talk. Das Deck ist der absolute Wahnsinn. Es macht so, so, so viel Spaß, dieses Deck zu spielen. Wir haben halt diese Scam-Starts, die wir einfach mal raushauen können. Einfach mit Reanimate und dem Grief. Das ist so stark. Es macht so viel Spaß. Es ist so, so gut. Und ich kann euch nur empfehlen, das Deck mal auszutesten. Wir haben so viele Lines. Wir haben die Möglichkeit, mit Orcish Bowmastern umzugehen, selber Orcish Bowmaster zu spielen. Wir haben die Möglichkeit, eben mit verschiedensten Arten und Weisen von Removal zu handhaben. Also alleine, dass wir Witherbloom Command spielen können, Pernicious Deed, Fatal Push, Snuff Out, Baleful Strix. Es sind einfach die All-Time-Goodies von Buck in einem Deck. In einem funktionierenden Deck. Und Buck war, jetzt werden mich die Buck-Spieler hassen, Jahrzehnte nicht spielbar gefühlt. Das hier ist ein saustarkes Deck und macht super viel Spaß. Und ich werde es auf jeden Fall noch so lange spielen, bis der Orcish Bowmaster gebannt wird. Und das ist wirklich, das ist der Hammer. Einfach der Hammer. Wenn ihr die Möglichkeit habt, proxt euch das Deck. Schaut euch an, wie man das Deck spielt und spielt das Deck selber mal. Es ist der Wahnsinn, es ist mega cool. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne den Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr meinen Channel abonnieren. Ich mache hin und wieder mal Legacy-Kram, hin und wieder mal Opening-Kram. Und ja, das ist mein YouTube-Channel. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.